Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, dann gehen wir auf Sonntag, den 30. Juli. Wir lassen unseren neuen Standard. Knallen den dann nach hinten. Sonntag heißt hier unten. Das heißt, wir können da eigentlich alles verbauen, was wir irgendwie wollen. Den hier reinmachen, dann geht das auch nicht. Doch, das geht. Sonntag, 30. Juli. Ja, Sonntag, 30. Juli. So, dann schauen wir uns das Hintergrundbild an. Begonnen haben wir ja am Montag mit dem Bild mit dem Prompt Full Body Priorität 3. Das ist mit den zwei Doppelpunkten unter 3. Dann selbstbewusste Frau 2, High Detailed Cinematic Light. I can't believe how beautiful this is. Das ist dieser Satz, den ich immer reinnehme, der irgendwie schöne Bilder macht, keine Ahnung warum. Dann das Bildformat 16:9, Style 750, Chaos 42. Weird 350 und Quality 2. Und das hat dieses recht schöne Bild da von dieser, naja, jungen Frau mit was auch immer im Hintergrund erstellt. Dann habe ich für den Dienstag ein Zoom-Out gemacht. Das heißt, der Prompt ist gleich geblieben. Und es hat ein bisschen Flammen gegeben. Und eigentlich hat mir das Bild so recht gut gefallen. Die Beine sind ein bisschen komisch, aber ansonsten wirklich recht gut. Für das Bild am Mittwoch habe ich wieder Variationen rechnen lassen und es hat ein paar ganz schöne Bilder gegeben. Bei einigen oder bei einer war irgendwie die Hand nicht so richtig, deswegen habe ich mich dann schlussendlich für dieses Bild da entschieden. Fürs nächste Bild habe ich wieder einen Zoom-Out gemacht und eigentlich haben alle Bilder ein bisschen komisch ausgeschaut und ich habe dann das genommen, was irgendwie noch am normalsten ausgeschaut hat. Beim Bild für den Freitag habe ich wieder Varianten rechnen lassen. Die sind mehr oder weniger gut geworden. Schlussendlich habe ich mich dann für dieses Bild entschieden, das eigentlich recht gut geworden ist. Ein paar Kerzen hat ein bisschen Feuer und so. Für den Samstag habe ich wieder Varianten rechnen lassen. Die waren jetzt irgendwie ein bisschen komisch und deswegen habe ich mich dann für oben rechts entschieden.
Fürs Hintergrundbild am Sonntag habe ich wieder Variationen rechnen lassen, habe nichts angepasst am Prompt, habe es einfach so gelassen. Die Bilder sind an und für sich recht gut. Es hat ein bisschen viel Unruhe im Bild irgendwie. Sieht so aus, als ob Schmetterlinge oder Blumen oder was auch immer fliegen würden. Beim Bild oben rechts hat es irgendwie Probleme mit den Händen. Oben links ist zwar eigentlich okay, aber irgendwie gefällt mir die Pose nicht so. Unten links wäre eigentlich okay, aber irgendwie gefällt es mir nicht so richtig. Richtig gefallen hat mir dann unten rechts. Auch weil die Handhaltung irgendwie recht cool ist und deswegen habe ich mich für unten rechts entschieden. Im Moment reden ja eh alle von KI und was auch immer und die Hintergrundbilder mache ich ja auch mit Midjourney. Deswegen dachte ich, ich könnte auch einen Abspann mal von ChatGPT schreiben lassen. Und das tönt dann ungefähr so. Also, Outro 1. Hä? Yes, danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video geflasht hat, haut einen fetten Like raus und abonniert unseren abgedrehten Kanal, damit ihr keinen heißen Scheiß verpasst. Aktiviert die verrückte Glocke, um immer im Loop zu bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Abriss, Leute. Peace. Jo, so tönt das. Und jetzt müsst ihr aber auch liken, die Glocke klicken, meinem Kanal folgen und kommentieren, wenn ihr was zu kommentieren habt. Auch wenn ihr nichts zu kommentieren habt. Kommentiert einfach, im Fall. Nochmal besten Dank und macht's gut und dann sehen wir uns beim nächsten Video.